Die Gäste machten das geschickt und sie nutzten die Verunsicherung der Dresdner in der Folge aus. Der Freistoß auf den Kopf von Teschel. Kurz vor der Pause erhöhte der VfL auf 2:0. Robert Teschel, der Routinier, mit seinem zweiten Saisontreffer. Ein prächtiger Kopfball. Und eine komfortable Pausenführung. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.